Herr Laschet, was beschäftigt Sie im Moment eigentlich mehr? Corona oder jetzt tatsächlich das, was in zwei Tagen ansteht, der Kampf um die Macht? Na, heute Abend und morgen wahrscheinlich schon der Parteitag, aber die ganzen letzten Monate eher Corona. Also so ehrlich sind Sie dann schon. Also jetzt geht's auch bei Ihnen ganz persönlich um das große Ding, ne? Naja, es geht um die CDU, für die CDU um die Richtung, die sie nimmt. Und es geht natürlich für mich um die Frage, wird man Bundesvorsitzender? 1001 Delegierte werden da sitzen in ihren Wohnzimmern oder wo auch immer und aus der Ferne dann abstimmen. Das ist ja auch etwas, was wir in der Form noch gar nicht kannten. Haben Sie Angst? Trainieren Sie das? Üben Sie das? Ich muss das noch ein bisschen üben. Weil man jetzt sitzen wir in einer Fernsehsendung, genau. Ein Bildschirm ist da und man ahnt, dass da draußen ein paar Leute zuschauen. Und Sie kriegen eine Reaktion auch aber von den Leuten, beim Parteitag lebt es normalerweise von einer Rede, die Sie halten. Sie merken die Schwingungen. Sie können auch mal eine launige Bemerkung machen und sehen, ob die ankommt. Ja. Hier reden Sie 15 Minuten in eine Kamera. Ja. Sie hören keinen Beifall, Sie hören nichts und Sie wissen nicht, wie Menschen reagieren. Und das muss man üben. Werden Sie alleine sein? Oder steht da im Hintergrund Ihre Frau, Ihr Sohn? Nein, da darf überhaupt niemand rein in das ganze Studio. Und jeder, der in das Studio kommt, wird auch vorher getestet. Ich weiß, aber wollen Sie dann alleine sein? Ja, Sie müssen allein sein. Es ist keiner in dem ganzen Raum. Das sieht ja keiner, wenn die Kamera so eng aufhört. Ja, doch, das hat dieses Adenauer genau vorgeschrieben. Wirklich? Wer irgendwo sein darf, wie viele Leute begleiten, in welchen Räumen die sitzen. In dieser Halle ist niemand. Okay, und wo testen Sie das? Wo üben Sie das? Wer kennt die Rede schon? Haben Sie Ihrer Frau schon diese Rede vorgetragen? Schatz, wie findest du das? Nein. Ihren Kindern? Nein. Das mache ich schon mit mir selbst. Keiner vielleicht kennt diese Rede? Vielleicht teste ich es noch. Nein, bisher nicht. Auch kein Referent, kein Berater? Ja gut, es haben natürlich Leute mitgewirkt, klar. Aber wie sie am Ende kommt, das weiß keiner. Das heißt, Sie haben richtig Manschetten? Na, freue mich drauf. Ja. Wie geht der letzte Satz? Nein. Der letzte Satz, Sie kennen mich. Nein, der steht noch nicht. Der steht noch nicht? Nein. Und der erste steht? Jetzt verlassen Sie sich überraschen. Was steht der erste Satz für Sie? Ist der klar? Eine Idee steht. Es geht nicht um Sätze, sondern man muss ja einen Grundgedanken formulieren. Sagen Sie mal eine Idee. Nein. Spannung muss bleiben. Man kann ja auch nicht Lanz vorab gucken. Also man muss einschalten, wenn es läuft. Ist das ein Vorteil oder ein Nachteil? Läuft das alphabetisch? Ich denke schon. Bisher, weiß ich gar nicht, aber bei Parteitagen bisher... L vor M vor R. Also Laschet vor Merz vor Röttgen. So war es üblich, ja. Ist das ein Vorteil oder ein Nachteil? Es hat beides Vor- und Nachteile. Man kann sagen, beim ersten hört man das erste Mal nur aufmerksam zu. Mhm. Man kann auch sagen, der dritte hat die Chance, nochmal einen Schluss zu reagieren auch vor dem Abstimmen zu machen. Es hat beides Vor- und Nachteile. Mhm. Haben Sie schon der mal in der Mitte? Ja, der ist in der Mitte. Also es ist schwer zu schätzen, der in der Mitte. Letztes Mal war ja Annegret Kramp-Karrenbauer die Erste, dann Merz, dann Spahn. Ich glaube, man kann aus der Reihenfolge nichts ableiten. Also ich sag's mal so, Herr Laschet, ich spüre, dass Sie nervös sind. Ja, aber es geht. Natürlich ist man nervös. Das ist ja nun ein persönlich sehr wichtiger Akt, aber auch für die CDU ein sehr wichtiger Akt. Aber vergessen Sie mal die Partei. Nein, aber das ist ja wahr. Es geht doch um Sie in diesem Punkt. Ja, das ist der Entscheidung. Noch, also bei Günther Jauch sind es, glaube ich, immer 16 Schritte zur Million. Bei Ihnen noch 3 zum Kanzler. Naja. Könnten Sie das? Es ist ein wichtiger Tag. Ich denke. Johannes Rau hat mal gesagt, wer ein Land mit 18 Millionen regiert, mit all seinen Widersprüchen, ländliche Regionen, städtische und, der kann auch Kanzler. Und man kann nicht als CDU-Vorsitzender antreten, wenn man sich das nicht zutraut. Nur die Frage werden wir in der Tat ja im Frühjahr dann besprechen. Aber für Sie ist schon klar, dass ein CDU-Vorsitzender letzten Endes auch den Anspruch hat, Kanzler zu werden. Ja, aber ich finde trotz allem, dass man, wenn man sagt, das entscheidet man zusammen, auch in ein Gespräch offen hineingehen soll. Wenn alles klar ist, brauchen wir ja nicht mehr reden. Und das Verhältnis von CDU und CSU ist so, und mit Markus Söder sowieso, dass man das offen besprechen kann. Die Tradition war, dass CDU-Vorsitzende auch oft Kanzler waren. Und da ist die CDU gut mitgefahren.
Ja, wenn Sie die Geschichte der CDU... Das heißt, das Ergebnis steht dann doch schon fest. Nein, das steht nicht fest. Das werden wir gemeinsam besprechen. Aber, darf ich noch mal explizit fragen? Ja. Sie schließen es nicht aus, dass Sie... Sie brauchen gar nicht weiter fragen. Wenn Sie, schon mit, Sie schließen nicht aus. Nein, nein, Sekunde. Ich will nur fragen. Also Sie schließen nicht oder Sie anders. Sie halten es für möglich, dass Sie CDU-Vorsitzender sind und beispielsweise Markus Söder Kanzlerkandidat. Ja, das war in der Geschichte der CDU auch schon der Fall. Zweimal. Die Frage ist, ob Sie sich das vorstellen können. Ja, aber ich sage ja, man geht in Gespräche offen. Und nicht nur mit einem Ergebnis und einem Ziel. Das, ich glaube, das sieht Markus Söder ganz anders. Naja, gut, dann werden wir sehen. Ja, das war ein freundschaftliches Bild. Ein freundschaftliches Bild, ja. Mir fällt auch auf, dass Markus Söder in letzter Zeit auch keine Witze mehr über Armin Laschet macht. Mir ist Ihnen das auch aufgefallen. Ist so nett zu ihm. Ja. Nein, wir hatten mal eine bestimmte Phase Differenzen, auch rund um Corona. Wir haben zwei unterschiedliche Länder. Ja. Und das sind da unterschiedliche Mentalitäten in den Ländern. Das hat Ministerpräsidenten immer geprägt. Die bayerischen Ministerpräsidenten haben immer eine andere Art in der Regel. Hm. Aber persönlich kann man trotzdem wertschätzen und miteinander umgehen. Wir haben einen ähnlichen Humor, wenn wir telefonieren. Wir reden gleich ausführlicher noch mal drüber. Aber Pandemie ist gerade das Stichwort und auch diese Krise, die uns alle schon so lange beschäftigt. Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben. Bodo Ramelow, ein Kollege, war vor einiger Zeit, letzte Woche hier, und hat hier auf sehr erstaunliche Art und Weise fast eine Art Beichte abgelegt und sagte, da Fehler gemacht, viele Dinge falsch eingeschätzt. Und vor allen Dingen sagte er, die Kanzlerin hatte recht. Haben Sie das gesehen zufällig? Mhm. Wie fanden Sie das? Beeindruckend. Weil Sie das Gefühl haben, es müsste ich auch mal sagen? Nee, da würde ich es ja sagen. Würden jeder Sie wirklich, hat, haben Sie keinen hat, Fehler gemacht? In dieser? Natürlich haben wir Fehler gemacht. Der allererste Fehler ist, dass wir im Frühjahr haben Menschen sterben lassen, ohne dass sie jemand besuchen durfte. Das ist ein irreparabler Fehler. Wir können manches korrigieren, das können wir nicht mehr korrigieren. Das war der erste Fehler. Der zweite, dass wir im März begonnen haben mit Schulen und Kitas und Clubs und andere Dinge waren noch offen. Das war die falsche Reihenfolge. Und ja, und dann war es trotzdem richtig, als Infektionszahlen deutlich zurückgingen, auch wieder zu öffnen. Grundrechtseingriffe auch zurückzunehmen. Das ist interessant. Das ist nicht populär übrigens, diese These, dass man auch zurücknimmt. Populär ist das Strenge. Aber ich finde es trotzdem wichtig, dass wir uns immer klar machen, wir greifen in das Leben von Menschen ein. Und das ist immer eine Abwägung. Das ist interessant. Sie sagen wir. Bodo Ramelow hat letzte Woche ich gesagt. Ich habe Fehler gemacht. Aber gut, kann man. Wir waren zu 16 plus Kanzlerin. Also ja, aber Sie ganz 17. persönlich, meine, Ihre Entscheidungen. Dinge, von denen Sie sagen, da habe ich definitiv falsch gelegen, falsch gemacht, falsch agiert. Ja, indem ich da nicht widersprochen habe. Und nicht gesagt habe, das könnt ihr nicht machen mit alten Leuten. So können wir nicht umgehen. Das haben wir jetzt gelernt. Das ist ein Fehler, den ich mir vorhalte. Mhm. Wie viel Verständnis haben Sie für die Kritik der Leute an der Impfstoffbeschaffung? Ich bin nicht sicher, ob so viele Menschen so kritisch über die Impfstoffbeschaffung reden, wie es parteipolitisch genutzt wird und medial berichtet wird. Der Impfstoff ist relativ schnell gekommen. Ich kenne noch Diskussionen vom Sommer, wo man gesagt hat, das kann, wenn wir Pech haben, noch 2-3 Jahre dauern. Jetzt war der in 10 Monaten da. Ein schnelles Zulassungsverfahren. Mhm. Und die Frage, ob der jetzt 1 oder 2 Wochen später kommt, die wir ja jetzt im Moment so hochjatzen und dann noch mit diesem Unterton in Deutschland erfunden, also erst an die Deutschen, der gefällt mir nicht. Ich finde den Weg, es europäisch zu machen, richtig. Jetzt kann man über die Einzelentscheidung der Europäischen Kommission diskutieren, ob man richtig eingeschätzt hat, wäre es schneller. Aber der Weg war richtig. Und wir reden gleich ausführlicher drüber. Sie sagten gerade, diese Diskussion ist vor allen Dingen eine Diskussion, die die SPD führt und die die Medien führen. Aber es gibt natürlich auch an der Basis gibt's richtige Debatten. Bodo Ramelow, eben zitiert, erzählte, wie seine Privatadresse plötzlich im Netz veröffentlicht wurde. Er sagte, Zitat, ich habe mittlerweile jeden Abend irgendeinen Verwirrten vor meinem Haus stehen, weil die Leute wissen, wo ich wohne. Haben Sie die Szene von Michael Kretschmer gesehen in Sachsen am Wochenende? Ja. Wir schauen uns das einmal kurz an und reden mal darüber, was das bedeutet. Die ganzen Leute in der Pflege werden so vernachlässigt.
Die werden wochenlang nicht geduscht, nur Larifari. Wer von Ihnen arbeitet in einem Pflegeheim? Wer von Ihnen arbeitet jetzt in einem Pflegeheim? Pflegeheim und erkundigen sich danach. Wir haben ein Heim mit 100 Personen in Ihrem Alter, 100 Menschen, die noch eine gute Zukunft gehabt hätten und die von denen 25 gestorben sind an Corona. Reichsbürger-Maske, rennen Sie hier durch die Gegend und finden das gut? Reichsbürger. Finden Sie das gut, ja? Nicht mit Nazi. Hat nichts mit Nazis zu tun, Reichsbürger. Herr Kretschmer, warten Sie mal bitte. Herr Kretschmer. Und geht mit der Schneeschaufel in der Hand, Frau Meier. Wir haben uns darüber mal unterhalten. Sie sind in der DDR aufgewachsen, geboren. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie das sehen? Können Sie das mal erklären? Ich sehe da Angst, ich sehe da Sorge, die ich aber nicht so in Gänze nachvollziehen kann, das muss ich wirklich sagen. Also ich habe mich als das jetzt mit dem Impfen losging, habe ich mal überlegt, wie ist denn das, wie wäre das jetzt, wenn wir vor 1989 wären, sagen wir mal, beide deutsche Staaten hätten ein Abkommen, sie hätten gemeinsam den Impfstoff produziert, dann gäbe es zwar sehr schöne Schlagzeilen, aber das heißt nicht, dass es in der DDR nicht Vetterleswirtschaft gegeben hätte über Beziehungen, jemand hätte vielleicht einen Trabi gehabt oder eine Bohrmaschine und irgendwie hätte man sich dann angefangen, was zu beschaffen und so weiter. Also diese Vorteilsnahme, ich bin überrascht, dass die Leute so wenig Zutrauen in das Handeln ihrer Politikerinnen und Politiker haben. Das kann ich gar nicht, also es hat auch, finde ich, was Regressives. Es hat so dieses, kümmert euch, aber wenn ihr euch kümmert, dann will ich es auch nicht. Also ich will irgendwie klare Lösungen, aber ich mache nicht, was ihr sagt. Das ist eine sehr, sehr seltsame Mischung und Michael Kretschmer, der tut mir da fast schon leid, muss ich sagen. Aber das war keine Impfstoffstreit, den die hatten. Nee. Da ging es grundsätzlich um die Corona-Maßnahmen. Ja, sind die zu streng. Genau. So, und ja, da fand ich seine Reaktion sehr gut. Wie, glaube ich, ohnehin diese Art, wie er das in Sachsen macht, mit einer ziemlich aggressiven Opposition bei vielen Themen, hingehen, sich dem stellen, auch widersprechen, das ist der richtige Weg. Mhm. Aber führt er zu was? Also wenn ich das sehe, also in der Zeit ist dieses Gespräch auch noch mal dokumentiert, wo man so sagt, wo führt das hin? Also macht es überhaupt noch Sinn? Es macht immer Sinn. Also aufgeben gilt nicht, ja. Aber man fragt sich, wo leben die Leute? Die haben doch überhaupt keine Verbindung zu ihrem politischen Personal offensichtlich. Also das ist ja von Misstrauen durchsetzt. Das Grundproblem ist, die Aggression fängt in den Worten an, erstmal im Netz. Und da stelle ich das auch fest, von beiden Seiten. Also die einen sagen, das gibt's gar nicht, das Virus, und lass unsere Kinder da in die Schule und hör da auf mit diesen blöden Maßnahmen. Und die anderen sagen, genauso aggressiv, du schickst mein Kind in den Tod. So, da ist keine Mitte mehr. Und wenn sich das radikalisiert, gehen die Ersten dann auf die Straße. Und die Zweiten stehen dann schon vor dem Privathaus. Das ist auch ein ungewöhnlicher Akt. Oder stürmen das Kapitol. Und das ist dann der dritte Akt einer Aggression einer Gesellschaft, die durch politische Reden aufgeheizt wurde. Und am Ende steht der Büffelmann im Kapitol. Völlig irre Typen, die wirklich das Bild, für meine Generation war das Kapitol immer der Ort von Demokratie und Freiheit über Jahrhunderte. Ich meine, wir hatten Reichstag vorher, ne? Ja. Wir hatten Peter Altmaier, der bedrängt worden ist vor einem Fahrstuhl. Auf dem Stuhl des Präsidenten, im Büro der Präsidentin, die private Post. Und dann nicht 3, 4, sondern Hunderte. Aber was ist am deutschen System stabiler oder besser als am amerikanischen möglicherweise? Weil ich habe schon das Gefühl, dass wir an dem Punkt noch lange nicht sind, glücklicherweise. Also wir haben natürlich Pressefreiheit, die auch geachtet wird. Also kein Politiker bei uns wird gegenüber der Presse so auftreten, wie das Trump in den 4 Jahren gemacht hat. Das war in den USA aber auch früher so. Noch bis zur Obama-Administration. Clinton und andere sind sehr kritisiert worden von den Medien und sie haben das erduldet und haben nicht damit die Medien quasi in Frage gestellt. Nixon ist quasi gestürzt über eine Reportage, wo Journalisten
ein Fehlverhalten aufgedeckt haben. Und das ist weg. Wenn heute irgendein Medium in den USA was aufdecken würde, würde das halbe Land gar nicht glauben, dass das stimmt. Richtig. So, und deshalb ist, glaube ich, unsere mediale Landschaft gut aufgestellt mit privaten Verlagen, aber auch mit einem starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der, wenn er seinem Programmauftrag entspricht, auch zur Qualität der Auseinandersetzung beitragen kann. Aber auch unter Druck kommt, auch dann plötzlich sozusagen der Staatsfunk ist und so weiter. Ist ein abendfüllendes Thema, sollten wir jetzt nicht vertiefen. Ich würde gerne einmal noch mal tiefer in diese Pandemie-Geschichte reingehen, auch weil Herr Kekulé hier sitzt. Herr Laschet, zitiere Sie: Das hat die Pandemie in diesem Jahr gelehrt. Jegliche Prognose, die über 4 Wochen ausgerichtet ist, geht schief. Es ist meistens anders gekommen, als Experten, das geht gegen Sie, Herr Kekulé, geraten haben und auch als wir selbst in unseren eigenen Verordnungen festgelegt haben. Na, das ist gegen niemand gerichtet. Aber war jetzt spaßig gemeint, weil es nicht persönlich. Aber nur wenn jetzt eine Frage, manche Leute sagen ja, wir brauchen jetzt mal eine Strategie bis zum Sommer. Da sage ich, die wird es nicht geben können. Wir gehen, im Moment haben wir nicht mal richtige Zahlen. Weil wir wissen nicht, wie ist das Weihnachts- und Neujahrsgeschehen in den Zahlen angekommen. Ab 17. Januar, sagt das Robert-Koch-Institut, kann man es wieder einigermaßen schätzen. Wir wissen aber nicht, wie weit das britisch in Großbritannien verbreitete Virus B117, ja. So. Wir haben Irland erlebt, Lockdown, alles sehr, sehr tief bis Dezember, leicht geöffnet und so explodiert, dass heute in Irland weltweit die dramatischsten Zahlen sind. Aus dem Nichts. Und mir haben zig Leute im Oktober geraten, guckt, also im Europaparlament oder andere, guckt ihr doch mal die Iren an, die machen das besonders gut, das könnte ein Vorbild sein. Alles bei Null und mit einem Schlag raus. Und wenn, da ist die Kurve, ja. Genau. Wenn das uns passiert, in dieser Phase jetzt so explodieren, dann ist auch unser Gesundheitssystem an der Grenze. Und deshalb gilt in den Wochen jetzt Vorsicht. Herr Kekulé, was ist da passiert? In Irland? Ja. Da gibt es 2 Theorien und ich hänge der Theorie an, dass dort in Irland einfach man zu früh gelockert hat. Also da gab es ja Anfang Dezember eigentlich die Tendenz, dass man gesagt hat, wir machen jetzt alles wieder auf mit Blick auf Weihnachten. Das, was man in Deutschland gewollt hätte, aber dann im letzten Moment sich doch nicht getraut hat, für Weihnachten richtig wieder aufzumachen. Da wurden die Geschäfte aufgemacht, die Pubs wieder aufgemacht, alle Kneipen waren offen und da hat es offensichtlich diese Welle gegeben. Politiker in Irland sagen natürlich lieber, wie das weltweit der Fall ist, ja, wir haben die neue Variante, diese britische Variante B117 haben wir im Land und die ist daran schuld mit ihrer etwas höheren Infektiosität. Ich glaube, es wird viel auf diese Varianten, die ja jetzt weltweit am Zirkulieren sind, geschoben. Letztlich ist der Unterschied an Infektiosität nicht so hoch, dass er so ein Phänomen wie das in Irland erklären würde. Irland hat ja UK und die Vereinigten Staaten, die da nicht auf der Karte sind, beide überholt. Was ist in Tschechien? Aber die waren doch lange streng, früher die waren streng, als wir, und bei Dezember null. Aufgemacht. Bei fast null. Ja, aber die haben dann aufgemacht. Das ist immer das Problem, wenn sie diese Strategie fahren, die ja leider auch in Deutschland immer noch dieses sogenannte Auf-Sicht-Fahren oder wie sie es formulieren, man kann die Grundrechte immer nur dann einschränken, wenn die Fallzahlen hoch sind. Wenn man das so macht, dann ist man letztlich immer in der Situation, dass man bremst, dann gehen die Fallzahlen runter, dann sagt man, jetzt müssen wir wieder lockern, dann gehen die Fallzahlen hoch. Das haben wir in Deutschland so gehabt, am Ende des Sommers. Und das haben die Iren jetzt gerade zeitverzögert vorgeführt. Drum sage ich schon, wir müssen da raus. In dem Sinn, wir haben ja jetzt noch ein paar Monate vor uns. Also sicherlich noch bis zum Herbst des Jahres, würde ich mal sagen, müssen wir damit klarkommen. Vielleicht noch länger, je nachdem, was die Mutanten machen. Und wie lange Lockdown? Und deshalb sage ich, dass wir nicht den Lockdown so durchziehen können nach dem Motto, jetzt gehen wir runter bis Inzidenz 50, was ja diskutiert wird. Oder ich lese mit Überraschung, dass einige meiner Kollegen schon sagen, man muss bis Inzidenz 7 runterbremsen. Die Bremse wirkt nicht stark genug. Können wir gerne darüber sprechen, warum sie nicht stark genug wirkt. Und es ist auch nicht letztlich das richtige Mittel, weil dann müssen sie wieder von der Bremse runtergehen, die Fallzahlen wieder hoch. Sondern wir brauchen letztlich ein Instrument, was eine halbwegs kontinuierliche Wirkung entfaltet. Und die Politiker müssen dann ihren Leuten, aber auch ihrem Volk erklären, dass die Masken aufbleiben, auch wenn die Fallzahlen runtergehen. Ja? Und dass bestimmte Einschränkungen erhalten bleiben, kontinuierlich eisern, weil man sozusagen einen Gleichgewichtszustand zwischen Virus und Abwehr herstellen muss. Aber es ist ein interessanter Punkt. Warum sagen Sie, dass die Maßnahmen sozusagen nicht mehr wirken?
die Maßnahmen... Oder welche Maßnahmen wirken ja, nicht? Ja, also es ist ja so, im Moment machen wir so eine, letztlich in Ermangelung von Daten ist das, was wir in Deutschland machen, so wie viele andere westliche Staaten, da sind wir ja nicht die Einzigen, die ein bisschen im Nebel agieren. Wir machen es ja so, dass wir letztlich alles unterdrücken, alles untersagen, Lockdown oder Shutdown, in der Hoffnung, irgendwas wird dann schon wirken. Wir wissen auch, dass die Zahlen reagieren, aber nicht gut genug, nicht so, wie man es haben wollte. Drum wird jetzt immer verlängert. Aus meiner Sicht haben wir letztlich vier Faktoren, die dazu führen, dass dieser Lockdown bei uns nicht ausreichend wirkt. Nummer eins ist, dass wir einen Lateraleffekt haben, wie ich das nenne. Und zwar, wir haben ja die isolierten Patienten, die krank sind, die haben wir in der Regel, die meisten sind ja nicht schwerst krank, in den Familien, die sind in den Haushalten. Und weil wir kein Konzept haben, um die da rauszunehmen, so wie die Chinesen das gemacht haben, wie übrigens auch die Schutzkommission das vor Jahrzehnten mal der Bundesregierung vorgeschlagen hat, sowas wie Fieberkliniken zu machen, also Hotels anzumieten, wo diese Leute dann rein können, wo sie letztlich nur essen, trinken und einmal am Tag Fieber messen bekommen, solange sie gesund bleiben oder nicht schwer krank werden, das haben wir nicht. Und deshalb steckt ein Infizierter im Haushalt den nächsten an den nächsten, bis halt dann alle krank sind. Aber Sie haben ja viele auch, die asymptomatisch sind und trotzdem Leute anstecken. Ich meine, jetzt sogar, die Asymptomatischen kommen noch dazu. Aber wir haben letztlich... Aber Sie würden jeden Erkrankten, ich muss das noch einmal verstehen, das ist ja eine heiße Theorie, Sie würden jeden Erkrankten quasi ins Hotel schicken oder isolieren. Auf jeden Fall. Das ist das ursprüngliche, also jetzt ist es nicht mehr möglich, aber das ursprüngliche Konzept war ja, wir haben ja Pandemiepläne seit Jahrzehnten entwickelt und da stand drinnen, im Fall einer Pandemie machen wir die sogenannten Fieberkliniken auf. In China heißen die auf Deutsch übersetzt Archenoa-Kliniken, Fangkang Shelter Hospitals. Und diese Kliniken, die sind eigentlich keine echten Krankenhäuser, sondern sind Hotels, wo sie in ein Zimmer kommen, da kriegen sie was zu essen für 10 oder 14 Tage. Und einmal am Tag kommt ein Arzt oder eine Schwester vorbei und guckt, wie es ihnen geht. Und nach 10 Tagen dürfen sie wieder raus. Oder wenn es ihnen schlechter geht, das kommt ja leider manchmal vor, kommen sie in ein richtiges Krankenhaus. Ja. Dadurch wird verhindert, dass in einem Haushalt der Infizierte den Nächsten und den Nächsten und den Nächsten ansteckt. Sie können ja, wenn Sie in einer Wohnung leben oder selbst wenn Sie eine Villa haben, können Sie ja nicht verhindern, dass wenn jetzt ein Sohn krank ist, dass nicht die Mutter und dann der Vater und dann der Bruder oder was auch immer. Das machen die durch. Und dadurch haben wir in Deutschland diesen Effekt, dass das so träge reagiert. Weil wir quasi mit einer Reproduktionszahl 1, einer steckt immer den nächsten an, haben wir dann eben über mehrere Wochen so ein Geschehen, bis das Plateau wieder runtergeht. Also das ist einer der Effekte. Der andere ist, dass wir die Arbeitsplätze ja kaum kontrolliert haben. Also es gibt jetzt seit Weihnachten endlich relativ konkrete Empfehlungen, auch der Berufsgenossenschaften, was man machen soll. Aber das wird sehr inkonsequent umgesetzt. Also Großunternehmen, was weiß ich, große Autohersteller oder so, die haben natürlich ein Riesenpersonal an Fachleuten, die stellen sich teure Berater an und dadurch haben die auch gute Konzepte zum großen Teil. Aber so kleinere Firmen, die machen das Kraft eigener Wassersuppe und da sehen Sie ganz oft Mitarbeiter, die sitzen zusammen irgendwo ohne Maske. Und diese ganzen Schutzkonzepte, die gehen auch auf dieses alte Prinzip, was man am Anfang hatte, dass man gesagt hat, Abstand und Hände waschen. Das war am Anfang mal so die erste Regel, die so rauskam. Und da ist es im Grunde genommen längst klar, dass 1,5 Meter nicht reichen im geschlossenen Raum, dass sie durchaus über größere Distanzen diese Superspreader-Ereignisse machen und dass Händewaschen eigentlich nur ganz an dritter Stelle wichtig ist. Das weitere Phänomen, was wir haben, ist, dass wir nach wie vor in den Altersheimen das nicht unter Kontrolle haben. Das ist Nummer 3. Und 4. Riesenthema, wahrscheinlich 1000-mal diskutiert worden hier. Wir kriegen es jetzt langsam im Griff, aber da sind immer noch Ausbrüche. Vor Weihnachten hat es Robert-Koch-Institut gesagt, über 1000 Ausbrüche in Deutschland. Und Nummer 4 ist meines Erachtens, wir haben einen zunehmenden Teil der Bevölkerung, die halten sich gar nicht mehr an die Regeln. Die kriegen die Erkrankung, die merken, es ist wahrscheinlich Covid. Und im besten Fall machen sie privaten Schnelltest, der ja dann gar nicht ans RKI gemeldet wird. Und höchstwahrscheinlich machen sie erstmal gar nichts. Und auf jeden Fall vermeiden sie, vom Gesundheitsamt sozusagen dann irgendeine Auflage zu kriegen. Und das ist ein Anteil der Bevölkerung, der steigt. Und das sind nicht diese radikalen Corona-Gegner, wie man sie jetzt bei Herrn Kretschmer vor der Haustür gesehen hat. Ist das die Problematik, von der Sie sagen würden, genau damit haben wir es zu tun? Weil, und was folgt daraus? Also sind wir sozusagen dann an anderer Stelle möglicherweise viel zu hart und haben Dinge zugemacht, die man eigentlich gar nicht zumachen müsste? Stichwort Schulen, Stichwort Gastronomie und so weiter. Naja, jetzt haben wir es so gemacht, wie wir es gemacht haben, weil man vorsichtig ist. Bei Schulen und Kitas haben wir uns alle sehr, sehr schwer getan, weil Präsenzunterricht auch eine soziale Frage ist für sehr, sehr viele Kinder, die jetzt auch schwer betroffen sind. Nur ich halte es für richtig, dass wir das jetzt im Januar einmal machen.
Und ab 25. Januar haben wir dann neue Zahlen. Und dann muss man die Lage immer neu bewerten. Aber wenn Sie dann wieder aufmachen, haben Sie halt das gleiche Phänomen wieder. Und darum würde ich schon dafür plädieren, das ist ja eine Sache, die müssen die politischen Entscheidungsträger letztlich festlegen, dass man zum Beispiel durch Schnelltests und durch andere Maßnahmen, Masken konsequent in der Schule auch, dafür sorgt, dass die Schulen aufgemacht werden können, ohne dass, dass sie diesen Rebound-Effekt kriegen. Aber Sie würden sie aufmachen? Ich bin der Meinung, dass man Viren kann man in den Griff bekommen. Also sonst hätten sich Virologen längst im Labor infiziert und sonst wäre Ebola in Westafrika nicht unter Kontrolle gebracht. Aber nochmal konkret. Und man kann in der Schule natürlich, man kann die Schulen wieder aufmachen, wenn man Hygienekonzepte hat und wirklich regelmäßig testet, die Abstände in der Schule einhält. Hat man die Konzepte? Die würde Ihnen, glaube ich, jeder der üblichen Verdächtigen, die Sie hier gelegentlich als Virologen einladen, innerhalb eines Nachmittags aufs Papier schreiben. Das ist machbar, ja. Aber es ist ja gescheitert bisher zum Beispiel an den Schnelltests, wo ja sehr, sehr lange die schon zur Verfügung stehen. Seit März sind die vorhanden und zwar genau der gleiche Test, der jetzt in Deutschland inzwischen auch verkauft wird. Da hat eben am Anfang die Bundesregierung immer gesagt, also konkret das Gesundheitsministerium, dass sowas brauchen wir nicht. Und jetzt haben wir es endlich. Jetzt ist es aber so, dass es die Frage ist, wann macht man es, wie oft macht man es, wer macht die Tests, so ähnlich wie bei den Altersheimen. Und ich bin der Meinung, wir dürfen jetzt nicht sagen, es kommt sowieso übermorgen der Impfstoff. Und deshalb brauchen wir uns da nicht mehr konzentrieren, sondern ich glaube, wir brauchen ein Konzept, wo wir ohne ständig rauf und runter zu haspeln, kontinuierlich, ich habe ein ganzes Buch darüber geschrieben, wie Sie wissen, kontinuierlich quasi arbeiten können, mit der Folge, dass wir die Wirtschaft wieder hochfahren können, dass wir die Schulen hochfahren können und dass wir halbwegs in den sicheren Bereich kommen. Herr Laschet, ich beobachte Sie gerade und ich sehe an Ihrem Gesicht, dass Sie genau diese Argumente alle schon tausendmal gewälzt hin und her und so. Ist das genau eine dieser Situationen? Sie hatten einen sehr schwachen Moment vor einiger Zeit, ich glaube bei Anne Will war es, wo Sie geschimpft haben. Da haben Sie aus Ihrem Herzen keine Mördergrube gemacht. Ich will es nur einmal kurz erklären. Sie sagten, das ist so ermüdend, dass du im Grunde jeden Tag von einem Virologen sozusagen erklärt bekommst, wie es geht. Die widersprechen sich aber untereinander. Und das ist die Schwierigkeit, die ich als Politiker damit habe. Aber wir sind jetzt in einer Lage, wo wir relativ genau wissen, was man tun muss. Deshalb war das auch sehr einvernehmlich, die Maßnahmen jetzt. Und wenn da neue Anregungen oder Ideen kommen, also bei Tests haben wir bisher gelernt, das muss schon medizinisch geschultes Personal machen. Es soll möglichst nicht jeder selbst bei sich. Nö, da gibt es eine Studie von der Charité von letzter Woche, die hat gezeigt, dass es genauso gut ist, wenn Sie das selber machen oder Profis das machen. Also neue Info, bisher hieß es muss medizinisch. Nein, wir sagen den Menschen im Moment, ihr könnt die nicht einfach in der Apotheke euch abholen. Meines Wissens ist es auch nicht erlaubt. Und 11 Millionen Schüler in Deutschland, die wir haben, 2,5 allein in Nordrhein-Westfalen, regelmäßig alle paar Tage testen, ist schon eine Aktion. Das müsste man bei den Grundschülern machen, weil sie bei denen natürlich nicht ständig die Maske tragen können. Also Gymnasiasten können das doch wie ein Erwachsener mit der Maske. Ja, wir haben Maskenpflicht in der Schule. Ja, deshalb gibt es ja auch in den Schulen inzwischen kaum noch Infektionen bei den Eltern. Ja, aber toll. Jetzt würden Sie uns empfehlen, die Schulen aufzumachen? Ich würde sagen, dann, wenn Sie in der Lage sind, das Hygienekonzept richtig durchzuziehen, dass die Masken wirklich anhaben, dass sie vor allem auf dem Schulweg und nach der Schule dann nicht sozial mingeln und das dann wieder machen, wie Sie meinen. Wenn Sie das in den Griff bekommen, dann haben Sie es. Genau, Frau Mayer. Ich höre sehr viel wenn. Also ich höre einfach immer wenn. Das ist die Voraussetzung. Ja, das ist die Voraussetzung. Mhm. Wenn die Kinder natürlich oder die Jugendlichen nach der Schule sagen, jetzt ist mir alles egal, jetzt treffe ich mich doch mit meinen Kumpels, dann sind sie als Staat in einer Situation, wo sie dann nur noch, müssen die Eltern das letztlich regeln. Aber das ist genau unser Problem. Frau Mayer, Sie sagen dazu, wir sind gerade ein lernendes Land, eine lernende Gesellschaft. Wir haben es mit lernenden Politikern zu tun. Ja, ich bin jetzt, aber ich wollte auch noch mal auf Herrn Kekulé eingehen. Ich finde, Sie setzen sich hier hin und sagen, machen wir doch die Schulen auf. Nein, ich nicht finde so das einfach, sondern wir haben es ja immer verstanden. Also das ist irgendwie, wir reden hier über Gesundheitsschutz versus Teilhabe. Ja? Und wenn man dann sagt, okay, also das ist offensichtlich Ihr Vorschlag für Kinder, für Grundschüler offensichtlich, habe ich jetzt richtig verstanden gerade. Grundschüler, ne? Muss dann, man testen. Dann kommt ältere. Ein Wenn. Also schon allein der Schulweg. Ja? Also wenn Sie sehen, vor Schulen, von Epidemiologen, die Kinder, die zusammenhängen. Ich kann nur sagen, das sind die Randbedingungen, die man schaffen müsste. Sie können die reine Lehre sozusagen. Das ist die reine Lehre. Vortragen, Ob der Politiker dann sagt, das kriege ich hin, dass sie sich nach der Schule nicht treffen, durch gutes Zureden oder durch Regularien oder Ähnliches, dann
dann ist das umsetzbar. Mhm. Wenn der Politiker sagt, meine Menschen in meinem Land sind so, denen kann ich sagen, was ich will, die machen das nicht, da muss ich einen Deckel drauf machen, anders wird es nicht funktionieren. Was verstehen Sie darunter? Dann, ja, das ist ja das, was im Moment passiert, dass man es einfach ganz schließt. Dass man sagt, die Schule muss zu sein, weil wir nicht wissen, was die auf dem Schulweg machen, was die nach der Schule machen. Mhm. Wenn es so ist, dass man sagt, weil die Schule könnte ja eigentlich kontrollierbar sein. Das ist ja ein Ort, wo der Lehrer so halbwegs die Dinge unter Kontrolle hat. Das würde ich auch bestreiten. Aber Sie wissen, was ich meine. Ja, das ist ein Ort, wo der Staat zumindest ein paar Regeln erlassen kann. Mhm. Aber wenn Sie sagen, das hat gar keinen Sinn, wenn die hinterher in der Straßenbahn oder sonst wo dann nachmittags zusammen sind, dann mache ich lieber einen Lockdown, damit sie wirklich zu Hause bleiben. Ich glaube, es kommt auf das Verhältnis an, was glaubt man, was man für Bürger hat. Und ich bin halt immer in diesen Situationen so optimistisch. Ich denke, wenn man den Leuten das erklärt, wenn man sagt, warum es so ist, wenn man begründet, warum diese und jede Regel jetzt wirklich einen Zweck hat, dass die Leute mitmachen. Aber zugegeben, da würde man wahrscheinlich ein paar Jahre als Ministerpräsident dann irgendwann eine andere Kategorie haben und sagen, ich muss Dinge verbieten. Meiner Meinung nach überschätzt es auch die Möglichkeit von Politikerinnen und Politikern. Also was wir erleben, ist ja gerade also dieses Lernende. Ja? Also man wird so ein bisschen Shock and Awe manchmal. Man wird dann irgendwie, man sieht schreckliche Bilder, man reißt sich zusammen und sagt eine Verabredung ab und sagt, du, wir gehen auch nicht mal spazieren. Ich habe hier gerade was gesehen, eine Reportage, das möchte ich niemandem so. Das funktioniert. Aber so auf die Dauer funktioniert es eben nicht, weil auch die Erfolge ausbleiben. Also es ist irgendwie, man sieht irgendwie, wie Sie sagen, Deckel drauf, was ich schwierig finde als Begrifflichkeit. Aber die Inzidenzen gehen nicht großartig zurück. Mhm. Die Todesfälle bleiben sich gleich. Ich habe Ihnen ja gerade gesagt, warum sie nicht zurückgehen. Ja, was irgendwie das Problem ist, die Leute brauchen diese, ja, wir haben jetzt diese Hoffnung der Impfung, aber auch da, es gibt so viele schlaue Menschen gerade. Mhm. Und wenn ich dann Herrn Laschet zuhöre, der eben auch sagt, heute, ich danke, wieder eine neue Information. Was soll er denn da machen? Die Frage ist, ob der Staat, und das war am Anfang, glaube ich, schon ein Vorteil, den wir in Deutschland hatten, der Staat hat sehr weit den Bürgern vertraut eigentlich. Mhm. Wir haben ja, das war ja am Anfang die Debatte, machen wir so einen totalen Lockdown, wie das damals in Spanien und Österreich und so war, mit zu Hause bleiben. Da haben wir gesagt, nein, die Leute dürfen raus. Eigenverantwortung. Mhm. Und umgekehrt glaube ich, dass wir am Anfang zumindest in keinem Land der Welt, was ich irgendwie auf dem Radar habe, so ein hohes Vertrauen der Bürger dann auch in die Politik hatten. Und ich erlebe das nach wie vor so, dass wir Menschen im Land haben, denen man das erklären kann. Das, was wir gerade gesehen haben vor dem Haus des sächsischen Ministerpräsidenten, ist für mich eine absolute Nebenerscheinung, die uns nicht irritieren sollte oder nicht daran hindern sollte, die Debatte weiterzuführen. Und ich glaube, man kann den Leuten schon erklären, das und das sind die Gründe. Aber das machen wir ja zu wenig. Das Robert-Koch-Institut kennt ja nicht einmal die Gründe, warum es jetzt so hoch ist. Ja. Weiß nicht, ob es was gebracht hat. Ja. Kennt die aktuellen Zahlen nicht. Herr Laschet, geht es auch, das habe ich mich gefragt in der Vorbereitung auch auf die Sendung, geht es am Ende ja auch für Sie als Politiker in Verantwortung, geht es doch auch um die Frage der Kommunikation. Und ich habe mich gefragt, ob Sie da manches möglicherweise anders machen würden. Ich erinnere den Moment, es gab einen sehr ehrlichen Moment, ich habe das gerade kurz zitiert. Da sind Sie aus der Haut gefahren und sagten, jeden Tag erzählt mir im Grunde einer was anderes und ich sitze dann da und muss entscheiden. Das hat jeder verstanden. Dann kam irgendwann der Moment, da sagten Sie, angesprochen auf die Problematik in der Schule, ja, das müssen die Städte aber besser lösen, die Kommunen müssen das besser machen. Dann war es der Ausbruch bei Tönnies, da sagten Sie, Bulgaren und Rumänen waren es in dem Fall. Und da hatte ich das Gefühl, da erkenne ich jetzt so ein Muster. Da schiebt jemand sozusagen die Verantwortung weg. Würden Sie sagen, an dem Punkt habe ich einen Fehler gemacht, da hätte ich deutlicher, klarer Führung übernehmen müssen? Das sind nun drei völlig unterschiedliche Dinge, die Sie gerade jetzt erzählen. Aber das Muster, es geht um Kommunikation. Ja, einverstanden. Und ich glaube, dass man hätte klarer das kommunizieren müssen. Mhm. Und ich weiß auch inzwischen, dass Abwägungsprozesse, die man selbst macht, scheinbar nicht gerne erklärt werden vor der Öffentlichkeit. Man erwartet, so ist es und nicht anders. Das kann man auch machen. Bei entscheidenden Fragen muss man es sogar machen. Mhm. Aber bei diesem Virus und der Entwicklung, die jetzt vor uns liegt, finde ich, gewinnt man auch Vertrauen, wenn man die Abwägungsprozesse sichtbar macht. Wir haben das ja gerade erlebt. Gerade hat die Journalistin
mit dem Virologen diskutiert. Ich habe ja relativ wenig gesagt. Sie haben genervt geguckt. Nein, ich habe nicht genervt geguckt. Ich habe interessiert, zugehört, ja. Weil ich gleich überlegt habe, okay, was machen wir jetzt mit der Schule? Und die ganzen Bedingungen, wenn, die stimmen, ja. Aber ich kann vielleicht noch garantieren, was in der Schule passiert. Da passiert sehr viel. Das machen die Lehrer sehr gut und Lehrerinnen. Aber auf dem Schulweg zu garantieren, dass sich 11 Millionen Schüler in Deutschland der Vernunft beugen und wissen, was sie tun, das kann ich nicht. Das ist interessant, und dann ist die Frage, was folgt jetzt daraus, wenn ich das nicht kann? Bleiben die Schulen jetzt auf endlos geschlossen? Oder finden wir Wege, diese Abwägung auch wieder anders zu treffen? Und muss man dann nicht einfach mal sagen, ich weiß es auch nicht? Oder Ihr Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann, der sich hinsetzt und sagt, das hat es noch nie gegeben, dieses Impfen in dem Ausmaß, das habe ich noch nie gemacht. Aber und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich habe Manschetten davor. Das heißt, war das Wort, das er benutzt hat. Das stimmt, wir haben es noch nie gemacht. Er hat Manschetten davor. Ja. 18 Millionen. Einen ehrlichen Moment. Ja, aber der dritte Schritt ist trotzdem, wir machen es. Es ist keine Option, deshalb hat mich immer gewundert, wenn die Leute bei Angela Merkel, dass wir schaffen das, kritisiert haben. Ein Politiker, der sagt, ich krieg das nicht hin, ist im Amt falsch. Man muss es anpacken, man muss den Willen haben. Das ist aber was anderes. Nee. Karl-Josef Laumann sagt, ich habe Manschetten davor. Ja, aber Laumann sagt, er hat Manschetten, aber er macht es. Genau. Und das ist richtig. Er muss es machen. Aber der Zwischenschritt ist ja wichtig. Ja, der Zwischenschritt, dass man vor einer solchen Frage, die die Bundesrepublik Deutschland seit 75 Jahren noch nie gemacht hat, Respekt hat, oder wie er sagt, man Schätzen hat. Das, finde ich, ist ein Stück Ehrlichkeit, was man dazu sagen muss. Jens Spahn hat es auch gemacht. Ja. Einer der Sätze des Jahres. Wir werden uns irgendwann bei vielen Leuten entschuldigen müssen. Ist so. Bodo Ramelow, ich habe einen Fehler gemacht. Ja, aber das hören wir jetzt häufig in diesen Tagen, dass wir das auch selbst... Aber nicht von Ihnen, höre ich das nicht. Ich habe es ja eben gesagt. Wir haben zwei gravierende Fehler gemacht. Wir, genau. Ja, aber ich hatte es eben schon mal auf die Ich-Form gebracht. Erste Person, Singular. Ich habe mit 17 anderen da falsch entschieden. Ich war nicht der, der gesagt hat, lasst die Altenheime offen für die, die ihre sterbenden Angehörigen besuchen wollen. Das sind ganz schreckliche Momente, wenn man das gemacht hat. Und nachdem ich das gesagt habe, dass das unser Fehler war, haben mir zig Leute das für ihre Familie individuell beschrieben. Ja, da haben sie etwas gesagt, meine Familie hat das betroffen und so weiter. Und das sind Momente, wo sie auch innehalten und wissen, dass solche Dinge passieren. Ja, nachvollzogen. Anderes aktuelles Beispiel, Impfstoffbeschaffung. Gleiches Thema. Der Eindruck, der entsteht, ist, das ist nicht transparent gelaufen. Was ist da eigentlich wirklich passiert? Warum sind wir plötzlich so hinten dran, was den Impfstoff beispielsweise angeht? Es gibt dieses, Sie kennen dieses Foto. Sie haben eine Pressekonferenz gemacht, auf der Sie sozusagen gesagt haben, es geht jetzt los. Also politisch verkauft haben, jetzt kommt dieser Impfstoff, jetzt geht's los. Und wenig später tauchte ein Foto auf. Vielleicht können wir das einmal kurz zuspielen. Das dann zeigt dir, wie viel Impfstoff das tatsächlich war. Ja, aber das haben wir wussten Sie, was in diesem Laster drin ist? Ja, natürlich wussten wir, es beginnt mit wenig. Und das Bild zeigt... Eine Palette. Ja, so war es aber am ersten Tag. Aber die Wirkung meine ich jetzt. Ja, aber das ist die Absicht, dass man sieht, es ist eine Palette da. Das ist doch Transparenz. Das haben wir sogar gefilmt. Das ist ein Bild der Staatskanzlei. Dieses Foto hier. Ja, so geht's los. Das ist die erste Ladung Impfstoff, die in Nordrhein-Westfalen eintrifft. Und am zweiten Tag war der LKW voller. Und am dritten Tag kamen Hunderttausende. Und es kommt mehr. Aber für den ersten Tag war klar, es gibt ganz wenig. Aber der Boulevard nutzt das doch genau für die Kampagne. Es ist trotzdem, finde ich, transparent zu machen. Erwarten Sie, liebe Bürger, nicht, dass da Millionen am ersten Tag da sind. Es beginnt mit wenig und es wird Stück für Stück, und so erleben wir es im Moment, überall in Deutschland jetzt verimpft. Es hieß ja erstmal, wir haben genug. Ich fand das interessant. Ich habe mir diese Pressekonferenz auch von Ihnen noch mal angesehen. Da machen Sie auch diese Handbewegung. Das ist sehr interessant. Wo Sie im Grunde andeuten, dass es sehr wenig Impfstoff ist. Also wenn man diese Handbewegung sieht und dann dieses Foto, wird ein Schuh draus. Ja, aber das hat Jens Spahn auch von Anfang an gesagt. Ja. Es wird wenig sein. Wir sind froh, dass es am 27. Dezember losgegangen ist. Jetzt kriegen wir immer mehr. Jetzt kommt der moderne Impfstoff. Also es nimmt richtig Fahrt auf. Aber am Anfang war es so wenig. Nochmal, Herr Laschet. Haben Sie da ein Kommunikationsproblem? Ich meine, Sie haben die besseren Zahlen. Ich wollte kommunizieren,
Es ist wenig. Ja. Und das kann man nicht besser als mit diesem Bild zeigen. Ja, okay. Nein, ich verstehe, und es wird die Hoffnung geschürt und die Leute warten darauf. Nein, das stimmt nicht, Herr Lanz. Mit Verlaub, der Jens Spahn hat immer gesagt, es wird mit wenig beginnen. Wir hoffen, dass es Anfang Dezember losgeht. Aber das ist eher nichts als wenig. Ja, aber das sind ein paar tausend Menschen, die damit geimpft werden. Ja. Vielleicht darf ich da was einwerfen. Also am nächsten Tag kam die zweite Charge und die dritte. Ja. Okay. Also aus meiner Sicht als Beobachter, der jetzt das gar nicht politisch sieht, ich habe mich immer gewundert, praktisch in jedem Bundesland gab es Minister und Ministerpräsidenten, die haben sich dann fotografieren und filmen lassen in Impfzentren, die aufgemacht wurden. Riesige Turnhallen und da wurde gesagt, hier können wir 5000 am Tag impfen und so weiter. Da habe ich mich so als neutraler Beobachter immer gefragt, diese riesigen Impfzentren werden jetzt als Hoffnung vorgeführt. Man sagt, Tausende am Tag können wir impfen. Zugleich weiß man, es wird ganz wenig Impfstoff am Anfang da sein. Die sind ja seit 15. Dezember startklar. Und man weiß auch, dass die Strategie sein wird, zuerst die Alten in den Heimen zu impfen, wo ja klar war, da brauchen sie mobile Teams und die können sie ja unmöglich in diese Zentren alle bringen. Darum habe ich mich schon ein bisschen gefragt, warum werden diese Bilder gemacht? Weil jetzt nicht weil ich es Politikern nicht gönne, mal schöne Bilder zu machen, sondern weil das so eine Hoffnung erzeugt und diese Hoffnung, die man da hat, die, glaube ich, bei vielen Leuten dann dazu geführt, dass sie nicht verstanden haben, warum sie zugleich so streng gegängelt werden müssen. Frau Mayer, einmal politische Kommunikation. Die Fakten sind so, dass Armin Laschet in seinem Bundesland diese Pandemie mindestens genauso gut im Griff hat wie Markus Söder in Bayern. Zahlen sind sogar tendenziell besser. Das hat Gründe, das hat mit der Grenzlage zu tun, aber da könnte man sagen, die haben sie auch. Ja, Belgien war extrem betroffen, die haben die also auch, gar keine Frage. Das heißt, eigentlich ist es in NRW, wenn man da mal genau hinschaut, gar nicht so schlecht gelaufen. Und ihre Zustimmungswerte in NRW spiegeln das ja auch ganz deutlich. Trotzdem titelt dann zum Beispiel der Spiegel Zauderer und Zampano. Der Zampano ist immer Söder und der Zauderer ist dann plötzlich Armin Laschet. Warum? Weil da falsch kommuniziert wird möglicherweise? Also erleben wir da gerade sozusagen, wie wichtig Kommunikation ist auf dem Weg nach ganz oben? Also Frage. Ich muss mal sagen, wenn ich jetzt Herrn Laschet gerade zuhöre, finde ich das sehr ehrenwert, wie er das erklärt. Also man kann doch nicht so tun, als wäre jetzt hier, würde jetzt irgendwie hier der Impfstoff vom Himmel regnen und alle müssen nur den Mund aufmachen und schon ist ein Wunder gewirkt. Mhm. Das stimmt doch nicht. Und insofern halte ich das für eine realistische Kommunikation. Mhm. Die Zuneigung zu Markus Söder ist ganz interessant, finde ich auch. Ja. Also es ist ja... wenn Sie sagen, es läuft so gut, es läuft auch so schlecht in Bayern und NRW. Also beide Ministerpräsidenten haben ja Phasen, wo es einfach blöd läuft. Und wenn wir uns vorgestern Markus Söder anschauen, der einen neuen Gesundheitsminister präsentieren will und deshalb mal eben FFP2-Masken ab sofort quasi, also ab Montag ankündigt. Also allein die Forderungen der letzten Stunden oder die Ansagen. Ja, das hat so eine Macher-Attitüde, die aber, finde ich, wirklich am Ziel vorbeigeht, politisch kommuniziert, schlecht. Das meine ich. Finde ich. Allein das die politische Kommunikation, die Botschaften der letzten Stunden, Corona-RAF, FFP2-Masken für alle, Impfpflicht für... Ja, Impfpflicht war also für Pflegekräfte, also ich habe richtig gedacht, Jens Spahn sitzt jetzt wahrscheinlich in seinem Büro und denkt, Herrgott, noch mal. Warum ist mir das nicht eingefallen? Nee. Was macht der denn da? Ja? Also wirklich, nein, das ist irgendwie, man kann auch die Trolle füttern. Ja. Also das hat er gemacht, der Söder. Das war wirklich... das Gesicht von Herrn Laschet in Großaufnahme einfangen. Wie finden Sie solche Vorschläge und solche Ansagen? Ja, da muss man jeden Einzelnen abklopfen. Manchmal sind es gute Impfpflicht, Vorschläge. Können wir mal machen kurz. Bin ich anderer Meinung. Also ich bin gegen Impfpflicht. Okay. Und... mein Eindruck ist, je mehr wir Druck machen als Staat Richtung Impfen, je größer steigt die Skepsis.